Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Es ist ein leicht diesiger, dunstiger Morgen. Wir sind hier in der ganz alten Hunderunde. Da sind wir schon längere Zeit nicht mehr gegangen. Und da wollte ich heute, das ist die Runde, die wir mit Tara, ja, das war unser erster Spaziergangweg immer. Ich weiß noch, ja, ist fast 13 Jahre her, wie die Zeit doch vergangen ist, ne? Ja. Geh mal weiter, vielleicht können wir gleich den Vögel. Hört ihr die Vögel? Herrlich, ne? Och, ist das herrlich. Ich hoffe, ihr hört die Vögel. Ich hoffe, ihr hört die Vögel. Zeigen kann ich sie nicht. Und nun als erstes sehen wir schöne kleine Schlüsselblümchen. Wie schön ist das denn? Wir werden wohl nicht viel Rehe sehen. Ich bin ein bisschen zu spät losgekommen. Es ist jetzt schon so 7:30 rum. Ach ja, ich habe das Schönste vom Tag verpasst. Habe ich von zu Hause aus gesehen. So ein schöner Aufgang hinter den Nebeln und so. Aber nun gut. Es ist, wie es ist. Es ist so auch ganz schön. Hui, da geht auch so ein Weg rein. So ein Arbeitsweg für die Holzmänner. Haben mir auch einiges gefällt wieder, seht ihr. Hier ist einiges schon wieder weg. Die Stämme, die hier immer lagen, sind alle abtransportiert mittlerweile. Erwischen irgendwo? Nee. Ist schon weg. Über die Schlüsselblümchen freue ich mich immer ganz besonders. Und dahinter sind kleine Buschwindröschen auch hier. Und das ist meine liebe Mia. In den Graben musste Tara schon als Baby immer reinspringen. Wir haben immer einen Anfall bekommen, weil da so ein Brackwasser drin war. Aber sie fand das klasse. Aber von Anfang an war das ein Wasserhund gewesen. Oh, hier ist auch viel umgefallen. Seht ihr, da ist noch einer halb und da liegt schon wieder was am Boden. Der Waldboden ist jetzt gerade ganz grün, auch auf der anderen Seite. Er sieht im Moment so ein bisschen zerrupt aus. Sie sind hier am Ausräumen noch, ich sehe das schon am Aufräumen. Das ist mal wie so, ich habe immer gesagt, das ist wie so ein Feenwald hier. Im Moment kann man es nicht, oh, ich habe ein Reh. Ich habe ein Reh. Da. Seht ihr den Popo und das Öhrchen? Hat sich versteckt. Da. Ist gerade hinter dem Stamm verschwunden. Na, sehen wir es noch? Ja, es ist aber nicht gestört. Es geht in Ruhe. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen. Ja. Hui. Naja, ist nicht gestört durch uns. Ist in aller Ruhe, seht ihr ja, ne? Guck, haben wir doch noch ein Reh entwickelt. Hey, du Schöne. Seht ihr das? Da hinten die Baumreihe. Das ist da, wo wir sonst immer zur Brücke runtergehen. Seht ihr, liegt jetzt so ein bisschen im Nebel. Ja, wir gehen jetzt diesen Weg. Und ein Specht, habt ihr den gehört? Ich hoffe ja. Könnt ihr die Vögel hören? Ist das nicht herrlich? Oh, diese schöne Waldstille und nur die Vogelstimme. Und der Specht. Noch ein Specht. Vogelkonzert mit Trommeln. Toll, oder? Einfach klasse. Ja. Ich habe sie jetzt meistens an der Leine. Fühlt sie sich sicherer, habe ich das Gefühl. Aber wir lassen sie auch noch mal laufen, so ist das nicht. Ja, es ist eine interessante Morgenstimmung heute. Ich höre es so gerne. Ich hoffe, die Kamera fängt so ein bisschen was auf. Es ist so schön. So ein kleines Stückchen Wald und man hat so viel Freude. Man kann so viel entdecken. Jetzt wird es überall grün. Überall neue Blättchen. Ja. So langsam kommen die Gräser im Rand auch ein bisschen höher. Und das ist mein Mädchen.
Naja. Kleine Mimi, fein machst du das. Feines Mädchen, sag mal. Hui, so ein liebes Mädchen habe ich da. Hab ich aber ein Glück, was? Hab ich ein Glück, dass ich so ein liebes Mädchen noch hab. Kleine Mimi, viele Buschwindröschen kann man hier finden jetzt. Haben ihre Köpfchen noch zu, ist noch ein bisschen zu dunkel für die. Überall die neuen Blättchen. Also hier singen die Vögel gerade so ganz wunderbar. Mein Gott, ist das herrlich. Die ganze Zeit ein Vogelkonzert, ein Vogelgesang. Ganz, ganz wunderschön. Ach, ist das herrlich. Ja, da lohnt sich doch. Da lohnt sich doch rauszugehen. Ich hoffe, die Kamera kann ein bisschen auffangen. Ich hoffe so sehr. Boah, es ist wirklich so wunderschön heute Morgen. Man freut sich so darüber. Die Vögel sind schon wieder weg, ne? Ne, da habe ich noch einen. Aber klarer kriege ich ihn nicht. Ah ja. Und die liebe Mie. Ja, sie geht auch gut mit mir an der Leine. Sie geht aber auch jetzt so. Seht ihr ja. Nur beim Einsteigen ist immer noch das gleiche Problem. Sie bleibt vor der Küchentür stehen und wartet, dass die Rampe angelegt wird und die Gitarre einsteigt. So hat sie immer gewartet, bis sie drin war und dann kam sie angeschüpp rein. Ja, und hier ist ein ganzer Flecken, wo es schon so richtig schön lila blüht. Ach, wie schön. Und hier blühen die Kätzchen. Ach, ist das immer schön. Ich freue mich immer so im Frühjahr. Rühre mich über alles, was ich wieder entdecken kann. Greif mal vor. Meistens trömmelt sie ja hinterher. Ich habe die ganze Zeit auf sie gewartet schon. Jetzt müssen wir schon wieder aufpassen, dass er nicht zu schnell wird. Langsam, Mädchen. Langsam. So ist fein. Da wachsen ganz viele Pilze drauf. Das ist irgendwie so, ja, so Mist, so dunkel, so irgend sowas. Es dampft auch ein bisschen. Es riecht nicht schlimm, nein. Es riecht so ein bisschen, ja, ein bisschen dumpfig so. Kann man nicht anders sagen, aber es wachsen überall schon Pilze drauf. Ist das witzig hier, oder? Ich gehe noch mal ein bisschen näher ran. Vielleicht können wir es noch mal erkennen. Ja, ne? Könnt ihr sehen? Eieiei, Pilzkolonien. So, ich hoffe, ich kann es zeigen. Kurz vor der Blüte. Dann musste der Weißdorn sein wahrscheinlich. So, da hinten ist die Brücke, wo wir sonst immer hingehen. Das ist unser Weg. Ach, da läuft jemand. Okay, ist noch weit weg. Ja, Miechen, was hast du denn jetzt wieder gefunden? Sie findet alles Mögliche. Und hier blüht es schon ganz wunderbar. Geh mal langsam hoch. Oh, herrlich, oder? Uiuiuiui. Ach, ist das immer herrlich. Gibt kein anderes Wort. Herrlich. Da im Dunst liegt dieser schöne alte Kotten. Wunderbare Lage. Ja, ist das ein herrlicher Tag. Guckt euch das an. Schwit, 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 sagt der Vogel irgendwo. Schwit, schwit, schwit. Da habe ich einen. Schwit, schwit, schwit. Ist er weg. Osterglocken am Waldesrand. Gartenschutt hingekommen wahrscheinlich. Hier ist es sehr nass. Hier können wir jetzt gerade und wollen wir auch nicht rein. Hier ist ein Teich jetzt angelegt worden vor einigen Jahren. Ja. Ich hätte gerne mal nach Fröschen geguckt. Im Friedwald war es ja auch sehr nass im Begräbniswald am Sonntag. Und erst auf den Fotos hatte wohl gesehen, dass da wohl Bewegung im Wasser ist und Frösche wahrscheinlich. Und erst auf den Fotos habe ich gesehen, Frösche natürlich, und Laich, jede Menge Froschlaich. Ja, das sah man gar nicht so. Guck hier, überall läuft das Wasser. Es ist ziemlich nass nach wie vor noch. Ja, ich hoffe, ihr hört die Vögel. Ich hoffe so sehr. So wunderbar. Guck, das ist so, die Kamera kann schlecht fassen, weil es so ein bisschen diesig. Das Auge kann da besser mit zurechtkommen als die Kamera gerade im Moment, aber ich versuche trotzdem euch das ein bisschen zu zeigen. Es ist sehr, sehr schön hier. Sehr, sehr schön. Ich sitze hier auf der Bank und baumle mit der Beine, weil die nämlich so schön hoch ist und das ist gut fürs Knie. Wisst ihr ja, ne? Müsst ihr auch machen. So gut ihr könnt natürlich nur. Ich mache das leider gar nicht mehr. Dabei habe ich extra eine Baumelbank im Carport stehen. Mein Mann mir noch so einen alten Tisch hingestellt, so einen kleinen alten Tisch, der die richtige Höhe hat.
Muss ich mir wieder angewöhnen. Es tut so gut für die Gelenke, ne? Ich muss so vieles machen. Oh ja. Die ist jetzt heute ganz entspannt und aufmerksam. Ja, aber sie guckt immer noch, ne? Sie sucht immer noch. Ja. So ist es halt. Kleine treue Seele, ne? Überall die kleinen neuen Blättchen. Da habe ich immer Spaß. Was ich ärgerlich finde, dass man diese Bank verdreckt hat hier. Jetzt sitze ich hier so auf der Kante. Ich habe ja eine Unterlage, Gott sei Dank. Wo ich sitze, ist das nicht. Aber das ist fies, ne? Man freut sich so, dass es hier Bänke gibt. Und dann sowas, ne? Ich zeige euch mal so den Wald von hinten. Hier ist er so ein bisschen unaufgeräumter. Hier ist er ein bisschen interessanter noch, ne? Und da hinten sind doch tatsächlich Osterglocken. Jetzt können wir sie von hier aus noch mal genauer sehen. Ja, da hat jemand Gartenschutz irgendwann hingebracht. Seht ihr das? Das ist auch witzig, oder? Das sieht immer schön aus. Auf jeder Grasspitze ein Wassertropfen. Und ich hoffe, ihr könnt es erkennen, dahinter sind noch Spinneweben. Weit gespannt. Na, jetzt hat es sich wieder ausgestellt. Naja, ich verlange auch ein bisschen viel von der Kamera, das muss ich wohl zugeben. Manchmal klappt es eben nicht. So ist es halt. Ja, baumel mit den Beinen und stell fest, das Knie tut weh. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Ich muss irgendwann wieder mit meinen Übungen anfangen. Ich bin nämlich so ein faules Luder. Ich habe das gar nicht mehr gemacht. Schon ganz, ganz lange. Selbstschuld. Alles selber. Selber in Schuld. Selber in Schuld. Wisst ihr Bescheid? In Schuld. Ja. Ganz klein bisschen guckt die Sonne raus. Man kann es wahrscheinlich nicht richtig erkennen. Und da oben, ihr seht ja, da stehen wir sonst immer an der Kreuzung mit dem Auto. Dampft überall hier noch. Wisst ihr, was ich vermute, aber ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, was ich sage jetzt. Das Pferdemist anscheinend, der riecht auch nicht so schlimm. Und es gibt doch so die Variante, dass man so Ställe so ganz lange immer wieder neu einstreut und einmal im Jahr oder alle halbe Jahr einmal komplett wieder leer macht. Und dann sieht das aber aus, als wenn das schon noch irgendwo zwischengelagert worden ist. Dass wenn die das jetzt auf den Acker bringen, das ist mit Sicherheit super wertvoller Dünger. Super mehr. Das sieht aus wie Pferde. Deswegen stinkt das auch nicht. Ja, das ist guter Kreislauf dann, denke ich mal, ne, wenn das so gemacht wird. Ja, mich empfindet das jetzt auch ganz interessant. Wir wollen uns aber nicht genau, aber Pferdemist ist nichts Schlimmes. Pferdemist ist ja nur, die sind ja Vegetarier, beziehungsweise Veganer sogar, ne, wenn man's so rumsieht, ne. Ja. Ja, ich habe die ganze Zeit überlegt, das wird Pferdemist sein, da denke ich schon. Das sieht mir da verdammt nach aus, ja. Weil es auch gar nicht riecht. Mhm. Ja, das ist ganz schön viel. Da kann er hier ordentlich eine Schicht auf den Acker bringen. Na, wir werden mal sehen. Das liegt hier schon länger. Ich sehe das von der anderen Seite immer und denke mal, was ist denn da eigentlich? Ja, jetzt wissen wir es. Toll, tolle Sache hier. Hier ist auch wieder so eine ganze Ansiedlung. Und diese glubschige Entengrütze. Uiuiui. Ui, Michin, was guckst du mich an, du kleine Maus? Ja, was guckst du mich an, du kleine Maus? Du, komm, wir gehen weiter. Ich lass dich gleich noch ein bisschen laufen. Ja, das ist auch so eine Weidenart, ne? Die haben wir auch im Garten, die so blühen. Machen noch eine kleine Pause auf dieser Bank. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, die Sonnenstrahlen fallen so durch die Wolken so raus. Man kann es nicht so, ja doch, vielleicht doch. Ja. Ja, es war schön bis jetzt, wirklich. Und da sind wir bald wieder am Auto. Wir gehen noch durch den kleinen Wald. Und dann sind wir schon wieder am Auto, ne? Gerade noch entdeckt. Wilde Kirschblüten. Ja, bei uns hinterm Haus hatten wir, da bin ich gestern mal durchgeschrubbt, hatten wir zwei Kirschen hingesetzt und uns irgendwie nie drum gekümmert die letzten 15 Jahre. Und aus diesen zwei sind ganz, ganz viele Kirschenbäumchen geworden. Jetzt muss ich doch in diesem Jahr unbedingt mal gucken, was da blüht und blüht. Es ist wirklich übermäßig voll und blüht. Und dann muss ich doch mal schauen, ob ich dieses Jahr mal ein paar Kirschen esse. So, ich mache noch einen Rundumschwenk. Die Sonne scheint. Wunderbar, wunderbar. Und die Mia ist da. Und wir gehen jetzt nach Haus. So, auf Wiedersehen, ihr Lieben. Bis gleich.
So, hallo, hallo, ihr Lieben. Da sind wir am Basteltisch. Die Waschmaschine läuft, beziehungsweise der Trockner läuft. Das kann ich leider nicht ändern. Ich habe die Tür ein bisschen angelehnt, so gut ich kann, und hoffe, dass es nicht ganz so doll stört. Da, ich habe leider nämlich einige Probleme inzwischen mit der Waschmaschine. Ich habe heute Morgen das Fusselsieb sauber gemacht, was für mich immer relativ anstrengend ist, weil das ja so auf der Erde ist und da komme ich nicht so gut hin. Da muss ich mich längs auf die Erde schmeißen und ranrobben. All so eine Dinge. So, aus den Papieren möchte ich auch noch was rausnehmen. Das habe ich wieder gefunden. Ich weiß jetzt im Moment gar nicht mehr, was... Das ist jetzt sehr interessant. Ich weiß jetzt ehrlich nicht, wo ich das her habe. Man muss noch drüber nach. Ich gucke und gucke. Nein, das ist aus einem Fotoalbum. Richtig, Fotoalbum. Dann habe ich das gefunden. Ich bin mir nicht sicher, ob das von mir ist. Ich vermute fast nicht. Aber gefunden habe ich es auf jeden Fall schon mal. Und ich habe noch hier ein großes Heft gefunden. Tür ist offen. Wir haben gerade am Haus 22 Grad an der Hauswand. Ne? Also es ist wahrscheinlich nicht ganz so warm in Wirklichkeit. Aber die Tür ist offen. Miefen liegt im Eingang auf ihrer Decke. Hat da wieder ihren Spaß. Wie ihr sehen konntet, wenn ihr wollt. Ich will es mal irgendwie versuchen rauszubekommen. Es ist festgerostet. Ich weiß, es ist festgerostet. Die Küche ist so nass, es ist festgerostet. Hey. Weg damit. So, Dülle. Warum ich hier so rumkrabbel wie so ein Äffchen? Ja, ich wollte noch ein paar Seiten mehr einfügen. Und ich kann im Moment nicht wirklich weitermachen. Wisst ihr warum? Weil ich noch ganz lieberweise, netterweise, muss etwas kleiner sein, ne? Bekomme noch ein Büchlein von jemandem, von der lieben Caroline zugeschickt. Und darauf warte ich jetzt gerade. Kriegen wir das hier rein? Mal gucken, mal schauen. Müsste gehen, ne? Müsste klappen. Nur, man muss es also richtig aufsetzen. So, das ist alles wieder Papier, was wir aufheben, was wir auf jeden Fall auch verwenden können. Ja, und deswegen kann ich jetzt nur noch nicht zusammennehmen, weil ich noch nicht genau weiß. Warte mal, das könnten wir aber abrunden. Was kommt da noch alles ins Haus? Was können wir da noch verwenden? Und soweit ich verstanden habe, auch so Taschentücher aus Stoff. Ne? Das ist ja ganz interessant, vielleicht unter Umständen. Gell? So, hier haben wir folgendes Problem. Da habe ich vergessen abzurunden, aber das kann ich jetzt noch machen. Ja, ich habe einen halben Morgen jetzt telefoniert. Es geht wieder um meine Eltern, weil ich habe ja auch ein bisschen Zeit, um das zu tun. Und dann will ich das ja auch gerne machen, sowas. Ne? Das ist ja ganz klar. Und es geht darum, dass sie, falls mein Vater jetzt bald nach Hause, wissen ja leider nichts, man hängt ja so zwischen allen Türen. Ne? Es entscheidet sich wohl, was der Arzt morgen sagt. Er hat wohl morgen einen Arzttermin, wie es mit dem Bein weitergeht und so weiter, weil er ist ja jetzt noch in der Kurzzeitpflege, aber so richtig klasse ist das alles wohl nicht, ne? Das muss man wohl nochmal dazu sagen. Ich glaube, das muss ich nochmal nachkontrollieren hinterher, aber wir sind ja auch noch nicht fertig. So, warte mal, haben wir das hier auch drin, das Papier? Ja, das haben wir hier auch drin. Einen Moment, das wollte ich nämlich gerne noch abrunden, weil das sieht dann einfach ein bisschen netter aus, ne? So, mehr nicht mehr und nicht weniger. Ja, erst hieß es ja, wir suchen einen Heimplatz. Dann, man weiß ja auch nicht, was wird. Ne? Das ist das Problem. Und deswegen ist das auch sehr schwierig alles. Ja, jetzt geht es also darum, dass man für zu Hause Hilfe sucht. Pflege und Haushalt, Hauswirtschaft. Ja. Ja, ich habe jetzt... kommt denn das jetzt hin? Kann mir das einer verraten? Jetzt habe ich zweimal. Ist nicht so schlimm, ist aus einem anderen Buch. Achso, das kommt hier noch rein. Okay, das kommt so drin. Drin. Das können wir noch gleich machen. Lass uns das eben fertig machen hier, dass wir dieses Abrunden da fertig haben. So, ja. Naja, ich habe viel Zeit. Meine Schwestern arbeiten beide, alle drei. Wobei die, ich glaube, zwei sind da wohl mehr engagiert, aber ich weiß das auch nicht so wirklich.
Und deswegen kann ich gerne solche Sachen übernehmen, weil Zeit ist das Einzige, was ich reichlich habe. Gell? Da ist kein Mangel dran. Gott sei Dank. Aber wie gesagt, ich bin ja jetzt auch Rentnerin, gell? Muss man ja auch bedenken. So, wir haben das jetzt drin. Es ist jetzt die Frage. Das ist die Mitte. Die ist natürlich schon sowieso relativ dick. Ich wollte so ein bisschen ausgleichend wirken. Könnte sein, dass ich das da gar nicht reintue. Ui, 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 ui. Petra wieder. Schmeiß alles weg. Mein Gott. Du bist aber auch ein dämliches Luder, okay? Dann haben wir noch hier diese drei Seiten. Die sind sehr, sehr schön und stabil. Wollen wir mal schauen. Hier habe ich jetzt noch so ein Schild reingemacht. Guck mal. Weil ich Depp hätte das andersrum machen wollen. Hier drum, so war es geplant. Ist aber nicht so schlimm, gell? Ich habe das jetzt so, dann kann man da was draufschreiben, wem das Buch gehört und ich weiß nicht, was noch alles für tolle Sachen. Kann man eine Menge draufschreiben. So, wir haben jetzt hier Papier. Hier, das ist neu, das Gelbe ist neu. Wir haben dies, wir haben dies, wir haben dies. Das war das Buch. Wir haben, das muss eingeklappert werden. Kann man auch bei Gelegenheit schon machen. Wir haben dies, wir haben dies. Wir haben hier viel Papier. Hier voll. Ganz, ganz voll. Viel Papier. Das ist auch neu. Warte mal, wo hört das auf? Da ist es oben. Dann wäre das unten, dann wäre das oben und dann wäre das unten. So, dann wäre das fertig. Das Weiße kommt also noch in die Mitte mit rein. Das Dritte ist immer so ein bisschen Sonderanfertigung, so ein bisschen Sonderfall. So, das kommt in die Mitte, haben wir gesagt. Haben wir das jetzt so gemacht oder haben wir das... Shit, ich hab's vergessen. Nee, warte. Petra, mach es nicht falsch. Oh, es ist so blöd alles ineinander gesteckt, dass man hier wirklich... Warte. Ja, und das ist doof. Guck mal, das ist ja doof. Das sehe ich jetzt erst, wie doof das ist. Das ist ja doof. Wir machen das so und so und so. So machen wir das. Gut, dass wir nochmal hingeschaut haben. War schon richtig der Grundgedanke hier. Ist das jetzt richtig eingeordnet? Nee. Das muss nach unten, das muss nach oben und das muss nach unten. So, das ist das Hintere. Es passt alles gut rein im Moment. Das ist die Mitte, die ist sowieso dicker. Da weiß ich nicht, ob ich es noch wirklich... So, da haben wir den gleichen Scheiß wieder gemacht. Hier, das muss da rumgelegt werden. Das ist hinten. Ich kriege das Gefummel noch durcheinander, ich schwöre es euch. Ich werde es noch schaffen, ne? Ich bin überzeugt, dass ich das noch hinkriege. Ah, Petra Deppi. So, da habe ich schon drin. Das ist vorne. Das ist hinten. Das ist die Mitte. Oh Gott. Petra. So, da haben wir ja noch eine Seite mehr. So, das hat mir nicht gefallen mit dem Braun. Das kommt wieder raus, umgedacht, das ganze Spiel. Und dann kommt das in die Mitte. Genau, so machen wir das. Einen Moment, einmal schauen, wie sieht das hier aus. Das ist oben. Dann käme das hier in die Mitte. Wobei in der Mitte hatte ich noch eins übrig. Da könnte ich das doch noch mit reingeben vielleicht. Gell? So, dann würde ich das jetzt so machen. Das war nämlich noch nicht eingeordnet. Das waren noch so Überlegungen, die ich noch hatte. So, jetzt langsam muss ich aber aufhören mit den Seiten, sonst drehe ich Stusch. Hier ist noch eine gelbe Seite über, aber die war an sich, glaube ich, übrig. Kann das sein? Es wird schon ziemlich dick jetzt, gell? Es wird schon ziemlich dick. Ja. Ich hatte doch jetzt Folgendes. So. Dann haben wir das zum Einkleben. Wir können diese Einklebereien, die können wir auch schon machen. Ne? Das ist möglich. Das ist alles möglich. So. Wir haben jetzt hier... Das ist doch nicht doppelt. Nein, das muss eingeklebt werden. Genau. Das könnten wir zum Beispiel hier so draufkleben, weil es sieht einfach süß aus, gell? Dann könnte man auf der Rückseite, wenn man will... Oder wir können es auch hier hinkleben. Dann könnte man besser so drauf schreiben noch.
Machen wir das so? Ja, können wir so machen. Ich lasse das auch so und gehe so um den Rand kurz rundherum. Oh, ich habe vergessen, das Ding anzumachen. Nee, doch nicht. Ich dachte schon, jetzt wieder vergessen. Ja, dann wollte ich jetzt als nächstes noch ein paar diese Kinder. Ich habe doch so viele so altmodische Kinderstempel. Ja, die wollte ich ganz gerne hier mit reinbringen. Dann habe ich überlegt, weil hier so viele unterschiedliche Papiere sind, ob ich vielleicht die Stempel besser, warte mal, ich schiebe mal rüber, ob ich die Stempel vielleicht besser erst auf ein anderes, auf ein etwas dickeres Papierstempel ausschneide und dann einklebe. Könnte praktischer sein, ne? Weiß man nicht. Das kann weg. Warte, das kann weg. Und das kann weg, so. Und das soll auf die Seite drauf, so haben wir gesagt, gell? So haben wir gesorgt. Dass die fliegenden Zettel hier mal rauskommen, ne? Das verwirrt ja auch alles immer nur wieder neu. Ja, das ist alles ziemlich kompliziert bei uns, weil man weiß ja jetzt auch mit den Eltern nicht, wie es weitergeht. Und dann kann man natürlich auch ganz schlecht, wenn man ehrlich ist, ganz schlecht irgendwas überhaupt planen. Und das ist wirklich alles sehr, 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 sehr mühselig, sag ich mal so, ne? Weil man weiß nicht, wie das alles so. Aber man kann ja wenigstens versuchen. Wir haben da die erste Seite genommen, die erste Aprikoseite. Gucken, wie das hier aussieht. Da haben wir das, genau. Die erste Aprikoseite wäre jetzt hier. Da wäre es nicht günstig, gell? Das heißt, da wäre schon günstig, nur wir müssen das noch irgendwo einkleben hinterher. Ach, das ist der Doppeldecker. Richtig, richtig, richtig. Nein, nein. Können wir genauso machen, wie wir es hier haben. Ja, können wir genauso machen. Ah, hier sind zwei. Oh ja. In der Mitte kommen zwei Dinger. Okay. Ach so, okay. Ja, das muss ich dann nochmal bedenken gleich. Halt, Quatsch. Ich wollte schon die Rückseite ein. Nein, nein, das ist ja nicht mit. Die fand ich immer so schön, ne? So. Okay. Dann kleben wir die hier auf die Rückseite auch. Ja, meine Waschmaschine. Okay. Fusselsieb sauber machen ist ja eine normale Sache. Kein Problem. Das habe ich ja inzwischen dann auch schon geschafft. Allerdings macht sie ganz, ganz komische Geräusche, bevor sie angeht. Und beim ersten, zweiten, dritten Mal ist sie kaum noch angegangen. Und das war nicht so prickelnd. Ne? Das muss ich schon sagen. Sieht nicht so gut aus auf dem Papier, oder? Macht uns das was aus? Sonst würde ich es nämlich einfach hier draufkleben. Ich glaube, ich mache es einfach. Ach, so schlimm ist das nicht. Oh, so schlimm ist das nicht, gell? Na, dann habe ich schon gedacht, sie geht gar nicht mehr an. Hab schon, ja, da müsste man jetzt von hinten zum Beispiel die Zuflüsse reinigen oder so ein Sieb ist irgendwo hinten an dieser Maschine noch dran. Also nicht das normale Fusselsieb, irgendwie noch ein anderes. Das Problem ist nur, ich habe da drauf einen Trockner stehen auf meiner Waschmaschine und ich kann den nicht eben kurz runternehmen und dann die Maschine rauswuchten, weil die ist genau eingebaut in so eine Ecke. Also es ist ziemlich kompliziert. Ich selber schaffe das alleine gar nicht. Ich wüsste gar nicht, wie ich das wirklich packen soll. Ne? Ja, es ist alles eine Scheiße, wirklich. Man steht da wirklich wie so ein hilfloser Depp vor einigen Sachen. Das sind so normale Sachen, die mein Mann wirklich machen konnte. Und gut, hätte es gekonnt, aber Problem ist nur, sie wird es nicht mehr lange machen. Sie wird hier auch sehr strapaziert durch die viele Wascherei mit den Decken und die viele Haare, auch wenn man die Decken immer vorher ausschüttelt und so weiter, aber es sind zu viele Haare im Spiel. Die ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, also lange leben die nie bei uns, die Maschinen. Wir kaufen natürlich auch nicht die teuren Maschinen, sondern wir kaufen die preiswerten, weil wir schmeißen die, wir hatten mal teure. Die waren genauso schnell kaputt wie die anderen. Also
So viel dazu, weil ich kriege dann immer so Ansagen. Ja, da muss man einmal eine gute kaufen. Naja, Miele ist mir zu teuer. Die mögen es vielleicht schaffen, die Industriemaschinen, aber bei uns ist das halt ein. Vor allen Dingen war das früher ja noch viel schlimmer mit den Tieren. Wir hatten ja so viele Tiere, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. So, okay, wir haben das jetzt. So, wir haben jetzt das. Wir suchen jetzt hier das, was wir hier. Da haben wir gesagt, wollen wir was einzwitschern, ne? Was brauchen wir denn da? Lass uns überlegen, gell? Wollen wir das so ein bisschen abrunden? Ja, das machen wir. Das sieht ein bisschen netter aus, gell? Und dann mache ich hier diese Kante, die lasse ich ruhig so gerissen, wie sie ist, dass man sieht, aha, da ist was. Das kann man dann vielleicht ein bisschen hochklappern. Ja, das mache ich jetzt auch schon fertig. Normalerweise hätte ich das dafür brauche ich aber wieder ein Washi. Geht das Theater wieder los? Eieiei. Dann ist das nächste Problem, das zeige ich euch dann auch gleich mit dem Büchlein. Jetzt hat er eben die Washis raus. Okay. Bin schon wieder da. Ja, wir wollen ein schönes Washi haben. Hier, sowas kariertes. Wenn es jetzt nicht so breit wäre. Hey, auch schon wieder was zu maulen. Hier habe ich so eins, das ist so, wisst ihr was, ich glaube, ich nehme das. Ich nehme das hier. Das ist so ein bisschen neutral und hat so leichte Pünktchen da drauf. Gold, aber das ist nicht viel. Och, braun. Ist nicht so wirklich mein allerliebstes Dings, aber das nehmen wir mal einfach. Das nehmen wir. Das ist nicht so schlecht, gell? Müssen wir oben so ein Stück abschneiden. Da ist irgendwie so eine Zahl drauf gedruckt. Die brauchen wir ja jetzt nicht unbedingt. So. Okay, wollen wir schauen. Ich würde ganz gern wieder was da drunter legen, Fräuleinchen. Ne? Du kennst dich ja, ne? Du weißt Bescheid, ne? Ferkelst da wieder rum mit Sicherheit. Die Zahl wollen wir nicht so gerne haben. Die haben wir gerade drüber. Ja, gerade drüber. Ach, die können wir hier im ganzen Buch nehmen, diese Farbe. Die passt sich schon irgendwie an. Okay. Okay, dann kommt das so. Ganz kleinen Abstand. Da dran. Komm sofort ins Bild. Ich denke, ich bin nicht im Bild, ne? Wo die Schrift ist, ne, da klappern wir das jetzt. Kann es jetzt nicht besser zeigen, es tut mir leid. Wo habe ich es hingelegt? Da. Ja, das ist schon alles ein Riesenproblem, wenn man da so eine Verantwortung hat, wie ich jetzt da. Die Schwestern reiben sich da relativ auf und ja. Ich muss eben die Schere haben und dann zeige ich es euch gleich. Naja. Ja, es ist immer nicht günstig, wenn man so überfordert wird dann langfristig. Ne? Das hält man nervlich nicht gut aus. Ich weiß das, wie das ist. Man muss da aufpassen. Ne? Ganz doll muss man da aufpassen mit solchen Sachen. So, ich zeige es euch. So sieht es jetzt aus, ne? Das ist der erste Streich. Wir falten das schön zusammen. Und wir machen dann erst dieses fertig. Wo ist das hingekommen? Warte, ich suche es. Da ist es. Ach ja, das wollten wir hinten einkleben, habe ich so gedacht. Genau, das könnt ihr dann wahrscheinlich besser sehen. Der Tisch ist nicht groß genug oder der Kameraausschnitt ist nicht groß genug hier, ne? Für alles. Ja, also ich werde jetzt erst abwarten, was dann noch kommt, bevor ich da jetzt das Buch komplett weitermache. Weil wenn ich noch was bekomme, möchte ich ja dann auch gerne da drin verarbeiten, wenn es irgendwie machbar ist, ne, wenn es passt so. Ne? Das weiß ich jetzt nicht genau. Sieht sehr niedlich aus, das Buch. Ich glaube auch nicht, dass ich das kannte irgendwie. Und so ein Stofftaschentuch ist natürlich richtig klasse. Ne?
mit dem Motiv von, warte. Ich muss mal eben Tuch haben. Da ist ein bisschen Kleber drauf. So, das ist nicht so toll. Petra, die Finger klebern auch schon. Also dieser Kleber, der ist wirklich extremistisch toll. Ne? Jetzt habe ich hier vergessen. Ich habe zwei Sachen vergessen beim Quaken. Das. Und dann tut es das auch natürlich so nicht. Nochmal. So. Ich kann so schlecht zusammendrücken. Und so. Ja, aber wir sind noch nicht fertig, denn wir haben vergessen einzufärben. Es ist zu eng hier bei mir. Es ist zu eng. Ding, ding, ding. Müsste ich dann schon mal überall gleich machen, sonst ist das nämlich ohne Sinn und Verstand. Kann ja nicht einmal so und einmal so gemacht werden. Das geht ja nun auch nicht, Fräulein. Musst du doch einsehen, dass das Tinef ist, was du hier wieder anstellst, ja? So, das reicht mir schon. Ne? Wir tun als ob. Gut, dann kommt noch das Gegenstück davor. Müssen wir aufpassen, dass wir es. Warte. Nein, das hat sich jetzt los. Diese Ärmel, die ewig immer vor dieses Papier. Rums. 1 Milliarde Mal. Da kriege ich einen Vogel bei. Wirklich, ich schwör's. Ich kriege einen Vogel. Ja, das liegt, weil der Stuhl zu tief ist. Ne? Ich hab's schon mal erklärt. Ne? Aber es ist nicht förderlich für meine Nervenbefindlichkeit. So, wollen wir so sagen. Ja, heute Morgen war ein wunderbarer Morgen. Dann, kaum waren wir zu Hause, zog sich komplett zu. Und ich dachte schon, was erzählen die denn von hier, von Frühsommertag und weiß der Teufel was. Und jetzt ist die Sonne wieder da. Wieder Kleber drauf, widerliches Zeug. Und jetzt ist die Sonne wieder da, es ist wunderbar draußen. Und morgen soll es noch schöner werden. Ja. So, das ist jetzt vorne. Nein, auch nicht. Das ist jetzt hinten. Warte mal, in der Mitte müssen wir nochmal neu denken. Ganz, ganz neu denken. Wir haben in der Mitte haben wir nämlich alles anders, als wir es hier haben. Wollen wir da eins drüber machen noch? Weiß ich nicht, ganz ehrlich. Da ist, nee. Und da ist auch ein Bild. Hier ist jetzt kein Bild. Wollen wir da eine große Seite drüber machen vielleicht? Wartet mal, wir hätten noch eine frei. Die haben wir noch nicht benutzt. Die könnte man zum Beispiel, aber das ist nicht so stabil, ne? Nee, das ist nicht so ganz toll. Nee, Petra, nee, lieber, warte mal, mach mal erst da rein. Klebt alles schon wieder an den Finger fest hier, es ist furchtbar. So, ich habe jetzt zwei Dinger, die ich hier ein... Hier kann eins reingezwitschert werden. Hier ist ja nicht wahrhaftig nicht viel zu sehen. Ne? Das vielleicht, oder? Was ist schöner, was passt besser? Das würde jetzt besser passen, das mit dem Grün. Genau, dann machen wir das. Dann nehmen wir das rein. Ja, ich lasse mir Zeit. Ich habe ja Zeit. Ich brauche mich nicht rumhetzen. Gell? So, jetzt nehmen wir aber einmal das Schwämmchen hier zur Hand. Ja. Nee, war richtig, Petra. Ich dachte, ich hätte schon wieder was falsch gemacht. Ich bin da ja wirklich groß drin, mit sowas. Ich überlege mir es hin und überlege mir es her und dann mache ich es doch noch wieder falsch, gell? Also dieser Kleber, sticky, also wie geht's, sticky glue, sticky, sticky. Hey Gott, nee. Moment. Noch nicht kleben. Der klebt ja falsch. Mir eben drüber gehen. Ich hätte es auf dieses Papier legen sollen. Habe ich nicht wirklich gut gemacht gerade. Ah, ist nicht gerade. Moment. Eben mal festdrücken. So. Ui. Oh Mensch, jetzt geht doch nicht jetzt kaputt. Das wäre ja jetzt zu dumm. Warte.
das mal vor. Muss mal sehen, dass ich das hier runterkriege, das Zeug. Was da festgestackert hat. Ja. Langsam, langsam, langsam. Okay. Ja. So, schon Mittag jetzt. Ich habe mein Mittagessen allerdings schon fertig. Hatte mir gestern. Ach ja, ist schon drin. Mhm. Wunderbar, Petra, du bist wieder zu nervig mit deinen Behandlungen hier von diesem Washi-Ding. Warte, warte, warte. Ist das gerade? Mhm. Du musst abschneiden. Mir klebt alles. Also das ist wirklich furchtbar, diese Kleberei. Die ist wirklich extremistisch hier. Wenn wir drüber gehen, mit ein bisschen Spucke dran, wa? Mit Gewalt und Spucke fängt man eine Mucke. Alles klebt. Ich muss eine Babywipe holen. Das hilft nichts. Ich kann nichts mehr anfassen. Ich kann mir Mühe geben, wie ich will. Die Hälfte ist immer auf meinen Fingern drauf. So. Jetzt habe ich hier in diesem ist ja noch eins drin. Da wollen wir da auch einen guten Platz für suchen. So, erst die Finger sauber, Mann. Es geht nicht. Ich gucke jetzt nie weiter. Mein Gott, alles klebt. Und je mehr du versuchst, das wegzuwischen, du, jetzt nimm ein neues Papier. Nimm ein neues Papier, es hilft nichts. Selbst das Papier ist schon klebrig. So. Ja, jetzt müssen wir mal blättern. Hier kommen dann also zwei rein, haben wir gesagt. Es wäre bevorzugt, eins von hinten noch reinzutun. Warte mal, hier haben wir auch so eine Seite, die nicht so furchtbar viel aussagt. Oder diese hier. Würde auch gehen, diese hier. Das sieht gut aus, gell? Das sieht gut aus. Ja, dann machen wir das. Machen wir so. Ja. Also die Mitte ist nicht genau wie die erste und dritte, weil so wird geklebt, haben wir gesagt. Okay, muss ich hier ein bisschen schneiden. Das lässt sich nicht so gut kleben, wenn das so hoch steckt. Da hatten wir eine andere Seitenzahl. Das war ja das Problem, was wir damals hatten. Und irgendjemand hat mir das erklärt und gut gemeint, aber sowas müsst ihr mit mir nicht machen. Ich lese das und dann spätestens nach der zweiten, dritten Ansage verknotet sich mein doofes Gehirn und dann drehe ich am Rad. Ich werde da irre. Ich werde dann absolut irre. Dann weiß ich überhaupt nicht mehr, ja, was soll ich jetzt hier machen? Was? Wie bitte? Wie geht denn das? Keine Ahnung. Ja, dann stehe ich da, weiß es wirklich nicht. Also ich hätte das nicht so lassen können, weil ich hätte die über... Außerdem hätte das beschissen ausgesehen, wenn ich diese Sachen hier verstärkt hätte. Und die Seiten habe ich auch eingekürzt, weil das passt alles nicht. Und dann hätten die da irgendwie rausgeracht. Also das waren Sachen, die lassen sich bei meiner Arbeitsweise nicht umsetzen, diese Sachen. Ich wollte es letztes Mal schon ansprechen, dann hatte ich es irgendwie, glaube ich, vergessen. Ich weiß nicht genau. Also ich kann damit nichts anfangen, weil ich verstehe dann nicht, was da gemeint sein soll. Und es soll dann auch alles gleich aussehen, ne, bei mir. Ihr wisst das ja, ne? Dann, wenn das jetzt so wäre, dass in der Mitte... Warte. Ein bisschen gerade, ne? Ist es gerade? Wenn in der Mitte die Seiten jetzt nicht auseinandergeschnitten wären, dann hätte ich ja dieses Ding hier nicht gehabt, ne? Dieses... Ach, warte, das ist zu knapp. Das ist nicht gerade. Petra, was machst du hier? So, und da hättest du mal abschneiden können. Das kannst du jetzt auch noch. So. So, ja. Ich kann es auch nicht erklären, es tut mir leid. Mein Gehirn fängt schon wieder an, so Knüps da reinzumachen und mich wirklich zum Wahnsinn zu treiben. Ich verstehe das alles nicht. Wenn Basteln schon zur Qual wird, wisst ihr, so überlegungstechnisch, dann gebe ich auf, da habe ich keine Lust für. Ne? Ich mache das so, wie das jetzt so gerade so in meinem kleinen Gehirn drin ist und mehr kann ich dann auch nicht, tut mir leid. Wird bestimmt vielleicht was dran gewesen sein an der Erklärung, aber ich habe es nicht verstanden, ich war zu dumm. Ja, aber ich habe da noch nie was anderes behauptet, also alles gut, alles in Ordnung, ja, alles in Ordnung mit der doofen Kuh. So, jetzt haben wir das kommt vorne rein. Das ist die Mitte, das ist hinten. So, jetzt gucken wir mal, wir haben also die Seiten schon drin. Was mir jetzt absolut nicht gut gefällt,
absolut nicht gut gefällt, dass es hier so dünn ist. Ja? Hier. Da könnten wir noch ein paar Seiten mit reingeben. Das andere ist im Verhältnis viel, viel dicker. Oder ob wir da wieder was rausnehmen. Warte, lass mich überlegen. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ah, warte mal. Nee, das ist die Mitte. Das ist schon okay. Dann würde ich das so machen. Dann nehme ich das wieder raus. Okay, das ist auch ziemlich voluminös. Dann nehme ich das schon mal wieder raus, ja. Ja, ich tüftel hier immer noch rum. Ne? Brauchst du nicht glauben, dass das hier schon die Endfassung meiner ganzen Aktion ist hier. So, dann haben wir jetzt folgendes Problem. Das ist das nächste. Da arbeiten wir jetzt auch noch dran. Gedanklich. Ne? Versuchen wir zumindest. So, hier habe ich noch das kleine Püppchen hier aufgeklebt. Das finde ich noch ganz süß. Es wollte natürlich die Öffnung hier haben. Aber da ich es jetzt nicht so gemacht habe, ist hier halt das Schild hingekommen. Nicht so dramatisch. So, ihr seht, jetzt habe ich hier ziemlich dick und hier ist dünn, weil hier sind nur so ein paar Flutterseiten. Wir müssen also jetzt irgendwas machen. Gucken wir mal. Hier zum Beispiel irgendwas machen, wo wir hier noch Sachen dran tackern. Dazu würde sich jetzt zum Beispiel dieses gut eignen. Das sind diese... wartet mal, passt das rein? Das würde auch so gehen. Das könnte man so nehmen, ja. Das sind diese Seiten aus dem Album. Die haben so eine schöne Farbe auch. Ne? Das sieht nicht schlecht aus. Die sollen dann also noch dran geklebt werden. Ich muss jetzt mal eben Platz haben. Oh ja, guck mal. Halbe Stunde vollgequatscht. Können wir mal irgendwo sagen, ach, hier ist ja Maßband. Ich vergesse immer, dass ich hier ein Maßband habe. Genau 30 haben wir. Ja, wunderbar. Besser geht es ja nicht. Okay. Dann holen wir mal, schieb mal eben zur Seite, holen wir mal das Schneidebrett raus. Da brauchen wir aber auch alles. Gib alles hier jetzt, Frau. Ja, jetzt gib aber mal alles hier. 30. Klappt das mit 30? Nicht ganz genau 30. So, je, je. Machen wir ein bisschen weniger, damit wir eine ordentliche Kante hinkriegen. So. Dann hätten wir hier so ein Stück, das ist jetzt 29. Ja, kann ich nicht ausrechnen, oder? 29,5. Also 10 wäre normal. Ne? 10 wäre normal. Sagen wir es so. Können wir mal wieder zusammenklappen. 10 wäre normal und wir nehmen dann etwas weniger. So. So, wollen wir mal gucken, wie es funktioniert. Wir wollen mal schauen. Ein bisschen weniger als 10, dann müsste das klappen. So, ist das unten passt? Guck mal, passt. Petra, Petra, wunderbar, wunderbar. Ist eine Kuh mit Pferdehaar. So, jetzt, pass auf, jetzt müssen wir ja versuchen, müssen wir nicht, aber wir möchten es gerne versuchen, dass wir außen noch so ein bisschen was dran kriegen. Ne? Das würde bedeuten, jetzt kommen hier solche Sachen, die werden festgeklebt. Die kann man aufmachen. Könnt ihr da was von sehen? Warte, ich rutsche ein bisschen rüber. Ihr seht es nicht richtig. Ne? So, die kann man dann so aufmachen. Und, ui, guck mal hier, das sieht ja toll aus hier. Sieht ja gut aus. Die kann man dann so aufschlagen und da kann man dann Bilder einkleben oder die Stempel zum Beispiel auch. Ne? Könnte man auch machen. So, pass auf, da hätten wir jetzt eins im ersten. Wir suchen. Moment. Da haben wir schon was dran. Ne? Da ist alles schon gut. Hier haben wir nichts mehr. Hier ist ja nur noch dünnes Papier. Ja, dann würde ich fast vorschlagen, dass hier vielleicht auch noch was dran käme. Zweitens. Ich würde es dann eigentlich überall dran machen, denke ich mal. Damit, ach so, und. Ich suche mir noch irgendein schönes Papier raus, was so ein bisschen niedlich ist und mit kleinem Muster. Und mache Briefumschläge, die wir noch dran tackern können. So mit der Heftzwecke. So, wisst ihr, wie ich meine? So mit der Büroklammer. So, ne? So ungefähr. Ja, wir müssen sehen, dass wir jetzt vielleicht noch was zuschneiden. Ja, das kann ich aber jetzt auch gleich ohne euch weitermachen. Aber da hätte ich doch jetzt die Möglichkeit. Oh, Petra. Warte.
Du schaffst es jetzt, dass du alles komplett kaputt machst. Ja, das ist mir jetzt auch selber bald schon zu wackelig hier alles, weil das ist ja 1 Million Sachen, die hier rumzwitschern. So, das ist blöd. Wir brauchen auf jeden Fall noch 2 Bogen. 2 Bogen. So, die schneiden wir jetzt auch wieder bei 29,5. Und dann arbeiten wir damit weiter, wie gehabt. Das geht hier bei diesem gar nicht. Warte. Habe ich irgendwie einen Knick in der Optik? Warum geht? Moment, irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Ich wollte so toll 3 Stück nehmen. Müsste doch irgendwie klappen hier, ne? So, jetzt versuchen wir es mal hier zu schneiden. Ja. Ja, irgendwo soll hier eine Einsparung sein. Also zusammen, hier ist bei mir zu, ja. Ich zeige es jetzt nochmal genau. Hier ist zu, hier kann man nichts zusammendrücken. Und eine Einsparung sehe ich ums Verrecken nirgendwo. Ich kann gucken, wo ich will. Es ist alles gleichmäßig hier. Die Schiene ist überall gleichmäßig. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll, weil ich weiß es nicht. Und hier ist eine Kante und hier ist eine Kante. Vielleicht kriege ich es da runter. Da! Da habe ich es runter. Ey! Wow! Jetzt habe ich den Dreh. Endlich! Gott! Da geht's runter. Oben geht's runter. Ah, jetzt geht's nicht wieder drauf. Guck, jetzt haben wir das Theater. Jetzt machst du Sachen. Denn. Frau, du machst Sachen, das ist zum Dolwerden. Hier, ab habe ich jetzt. Dreckig genug ist es. Jetzt muss ich aber erstmal suchen, wo die Reserve ist. Die habe ich. Hab sie irgendwo. Aber wenn ich ehrlich sagen soll, weiß ich jetzt nicht genau, wo die ist. Ach du Schitte. Jetzt muss ich das also oben. Ach so, passt auch nicht umgedreht drauf. Passt nur. Ah, okay. Ah, oben ist das weniger. Hier. Und ich suche immer hier und hier und hier und sehe immer nur die Kante und sehe hier auch die Kante. Aber weil das oben ist, habe ich das nicht richtig gesehen, dass diese etwas geringer ist. Halleluja, oder? Halleluja, habe ich gesagt. Mein Lehrer. Na, ich dachte schon, ich müsste dumm sterben, aber halb dumm. Ist auch schon schlimm genug, gell? So, dann machen wir das wieder so. Vielleicht stempel ich sofort hier drauf. Vielleicht versuche ich das einfach. Könnte man ja mal überlegen. So. War das ein, also wirklich, das war wirklich ein Startsack. Gerade sind das 2? Ja, das sind 2. Mhm. Aber abrunden kann ich ja schon mal alles. Und das sind die Klebestellen, die lasse ich so sichtbar, gerne, wo diese durchsichtigen Papiere dran, vom Album dran geklebt waren. Wisst ihr, diese Zwischenseiten. Ja. Ach Mensch, jetzt sowas. Jetzt habe ich es. Nee, so. Alles gut. Das ist nicht schlecht. Ja, und dann mache ich, wie gesagt, noch mindestens zwei Umschläge. Oder vielleicht für die Mitte nicht, muss ich mal überlegen. Und die kann man dann mit so einer Büro-Dings-Klammer da dran machen. So, das sind so die Pläne, die ich jetzt hier noch habe. Ja, ich hatte noch dieses, das ist so ein bisschen stabiler, aber das brauche ich im Moment nicht. Und das dunkelbraune brauche ich auch nicht. Das passt auch nicht so wirklich gut. Ne? Ich habe jetzt noch eine schöne Seite, die stecke ich wieder zurück. Ja, ich würde sagen, das war's. Ich ordne das so ein. Einer ist ein bisschen breiter, ist aber nicht schlimm. Ja, was ich machen könnte, weiß ich noch nicht, morgen oder übermorgen, je nachdem, wie sich hier so entwickelt. Morgen habe ich auch wieder einen Termin, aber das ist nicht schlimm. Da wird die Jauche abgefahren hier. Das ist nicht so schlimm. Man muss halt nur aufpassen, dass man dann nicht gerade weg ist oder so und zu der Zeit. Ne? Jetzt habe ich das Schöne noch über. Ich weiß immer noch nicht, wo ich damit hin soll. So, das haben wir noch. Ein schönes Bild. Wir haben noch diese. Wobei leider Gottes Rückseite nicht geeignet ist. Dann habe ich noch das mit den Hühnern und diese niedliche Katze. Entweder oder. Und ich habe noch 2. Einmal dies und einmal dies. Beide ganz süß, gell? Beide ganz süß.
könnte sein, dass ich die vielleicht in die ersten und zweiten noch mit reingebe. Das muss ich noch mal schauen. Also so langsam, aber sicher, ne? Ernährt sich hier mühsam ein kleines Eichhörnchen. Ihr wisst Bescheid. Und das, diese Sachen, diese kleinen Sachen, die können wir hinterher auf die Seiten zum Schreiben so mit draufkleben, dass es noch ein bisschen was Nettes hat, ne? Ja, das ist schon eine Menge. Das ist schon eine ganze Menge, die wir da jetzt haben. So, guck. Die Stempelei können wir auch machen. Also ich finde, das sieht nicht schlecht aus. Das können wir alle wieder rausnehmen, weil wir die ja vielleicht bestempeln wollen erst. Müssen wir mal schauen. Ich finde, es sieht sehr, sehr schön aus. Mit dem Rand weiß ich noch nicht. Vielleicht versuche ich drauf zu stempeln, aber bin mir nicht ganz sicher, ob ich es riskieren soll. Naja, wir werden sehen. Innen ist das hier abgeklebt, da ist es überhaupt kein Problem. Das können wir einfach so lassen. Die Ecken kommen noch, ne? So. Ihr seht, hier ist es schon dick, aber hier ist noch viel Platz. Und deswegen, pass auf, wenn wir das jetzt alles mit einheften, können wir ja reinlegen, können wir es ja sehen. So, ist das schon etwas gefüllter, ne? Das macht dann schon einen besseren Eindruck. Wisst ihr, wie ich meine, ne? Ja, für heute sage ich endlich Tschüss. Jetzt seid ihr mich schon wieder los. Das könnt ihr aufatmen. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Tschüss. Wiederschauen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Kommt gerne wieder. Bis bald. Auf Wiedersehen. Passt auf euch auf. Auf Wiederschauen.